Auf 700 Quadratmetern finden Sie alles, auch für Ihren Sport. Eingehende Beratung durch Erfahrung und Kompetenz. Sportgeräte von namhaften Herstellern, Textildruck sowie Sport- und Fanbekleidung finden Sie bei uns zu fairen Preisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. TTS, das größte Sporthaus in Trier und Umgebung. Antrag Trier spielt beim SV Elversberg 2:2. Bei mir steht jetzt der Antrag-Trainer Roland Seitz. Es waren turbulente 90 Minuten. Welches Fazit ziehen Sie jetzt nach dem Unentschieden? Ja, ähnlich wie ich es bei der PK ähnlich schon erwähnt habe, dass es kurios war. Wir waren eigentlich schon weg. Dann waren wir mit den beiden Toren vor der Halbzeit wieder da. Und am Schluss mit ein bisschen Quäntchen Glück. Da muss man leider heute mal sagen, was Glück betrifft, dem Schiedsrichter hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Es waren zwei elfmeterreife Situationen da, wo man sagen kann, da kann man auch mal pfeifen. Das hat er leider nicht getan und deswegen ja, bin ich zufrieden, dass die Mannschaft zurückgekommen ist. Bin nicht zufrieden, wenn wir gestartet haben und ja, wie gesagt, ein bisschen Quäntchen Glück hätten wir das Spiel noch gewinnen können. Gehen wir das Spiel mal von Anfang an durch. Die ersten 20 Minuten, man liegt 2-0 hinten. Insgesamt funktionierte auch sehr wenig. Woran lag das und was fehlte Ihnen bei Ihrer Mannschaft in der Anfangsphase? Der Gegner war sehr aggressiv. Ja, sie haben uns kurzbar spielen lassen, was natürlich auf diesem Bodenverhältnis sehr, sehr schwierig ist. Der Platz ist ein bisschen kleiner, alles sehr eng. Und dadurch haben wir auch einfach diese Probleme bekommen, dass der Gegner mit seiner Aggressivität die Zweikämpfe gewann und unsere Rückwärtsbewegung nicht gut war. Die Mitte haben wir da nicht zubekommen und ja, das war einfach das Problem. Und deswegen waren wir dann auch 2-0 hinten und ja, da kann man natürlich als Trainer nicht zufrieden sein. Ja. Dann liegt man eigentlich am Boden. Danny Herzig sieht die gelb-rote Karte und man kommt kurz vor der Halbzeit wieder. Wie ist wiederum das dann zu erklären? Ja, manchmal braucht man sowas auch. Ja, ist ja hypothetisch zu sagen, ob man mit 11 gegen 11 2-2 in die Halbzeit gegangen wäre. Manchmal braucht man sowas auch. Der Gegner macht ein bisschen weniger für 2-0, selber macht man ein bisschen mehr. Und ja, dann waren es zwei Standards, die uns wieder geholfen haben, dabei zu sein. Das ist schon ein Zeichen gewesen, wo die Mannschaft auf einmal wieder gelebt hat. Und in der zweiten Halbzeit hat sie es bewiesen. Natürlich bei so langer Unterzahl und auch noch einer englischen Woche ist es immer mal so, dass der Gegner mal Lücken hat. Aber Pockenborg hat uns da super im Spiel gehalten. Und darum ist es umso bitterer, dass wir in der Schlussphase durch diese Schiedsrichterleistung leider nicht mehr das Spiel gewonnen haben. Jeremy Karikari musste nach 40 Minuten raus nach der gelb-roten Karte für Danny Herzig. Was war der Grund dafür? Ja, es war so, dass der Cherry natürlich ein Spieler ist, der einfach Fußball spielen will, der im Kurzballspiel einfach stark ist. Das ging aber heute einfach nicht. Und dass wir einmal weniger waren, habe ich mich dazu entschieden, den Arbeiten Daniel Bauer auf der Position zu stellen, weil wir sowieso reagieren mussten, nachdem wir einmal weniger waren und der Torge Heumann in den Verteidiger gerückt ist. Und deswegen habe ich den Cherry raus. Es war ein reiner taktischer Wechsel, nicht mehr, nicht weniger. Ja. Torge Heumann kam ja dafür rein. Er saß ja zunächst, wie in Düsseldorf, auch am Dienstag auf der Bank. Wie zufrieden waren Sie heute mit seiner Leistung nach der Einwechslung? Ja, sehr gut. Ja, in der Halbzeit nochmal das Kommando übernommen, auch dann, wie wir raus sind, hat dann seinen Job hinten hervorragend gemacht. Ich kann sagen, er hat zu Null gespielt. Ja, das hört sich jetzt blöd an, aber er hat zu Null gespielt und deswegen war ich sehr zufrieden. Mhm. Kommenden Freitag steht ja das Derby gegen die TuS Koblenz an. Ist das auch für Sie ein besonderes Spiel? Mit dem Hintergrundwissen, dass Trier Koblenz ja durchaus schon interessante Geschichten jetzt zusammen erlebt hat? Ja, aber jetzt muss ich erstmal mich sammeln und dieses Spiel analysieren. Ich glaube, dann ist es auch mal ganz gut so, dass man kurz mal durchpustet nach einer Woche drei Spiele. Und ab Montag werden wir uns dann auf Koblenz konzentrieren. Und natürlich freue ich mich auf Koblenz und hoffe einfach mal, dass unsere Fans am Freitag ein gutes und erfolgreiches Spiel von uns sehen. Ich glaube, das haben sie auch verdient. Okay, dann vielen Dank. Eintracht Trier spielt 2:2 beim SV Elversberg. Bei mir steht jetzt Thomas Kraus. Thomas, nach 20 Minuten hättest du noch damit gerechnet, dass ihr hier was mitnehmt? Ja, das Spiel dauert 90 Minuten. Wir haben die ersten 20 Minuten ja, verpennt, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich muss man auch sagen, dass wir einfach eiskalt bestraft werden. Die schießen zweimal auf Tor. Beim ersten Mal schlafen wir nach einem Einwurf, glaube ich, der verlängert wird. Und beim zweiten Mal, ja, der nimmt das Ding, die kontern uns aus nach einem eigenen Einwurf. Ja, schießen zweimal auf Tor, der Ball ist zweimal drin. Und dann stehst du nach 20 Minuten mit dem Rücken zur Wand, mit einem Mann weniger. Aber ich denke, man hat gesehen, dass die Mannschaft Charakter hat und ja, wir wollten hier gewinnen, aber wenn man nach 20 Minuten sieht, wenn man den Spielverlauf sieht, dann muss man sagen, Hut ab vor der Truppe, dass er den Punkt mitgenommen hat. Und man muss es auch mal so sagen, wenn der Schiri muss zweimal ganz klar Elfmeter geben, da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Einmal bei mir, als der Gegenspieler den Ball mit der Hand einfach fängt und mir vom Fuß nimmt und zweimal als das zweite beim Dreschi. Also wenn man da keinen Elfmeter pfeift, ja, dann weiß ich es auch nicht. Okay. Wie bewertest du den Punkt jetzt? Ist er insgesamt zu wenig oder würdest du nach dem Spielverlauf sagen, so wie es gelaufen ist, müssen wir eigentlich jetzt damit zufrieden nach Hause fahren? Eigentlich ist der Punkt zu wenig, aber genauso wie du es gesagt hast, wenn man den Spielverlauf sieht, muss man sagen,
die Mannschaft hat niemals aufgegeben. Er hat sogar in Unterzahl auf Sieg gespielt, meiner Meinung nach. Klar ist, dass man nicht hier einen Sturmlauf macht. Aber ich denke, dass es ein Punkt ist, der uns einfach nach vorne schauen lässt. Und ja, es bringt jetzt nichts. Wir müssen weitermachen. Ganz turbulent wurde es ja nochmal vor der Pause, wo ihr dann das 2-0 gedreht habt. Kannst du das ganz kurz beschreiben, wie das funktioniert hat? Ja, ich denke ganz einfach, dass die Mannschaft in der Mannschaft einfach ein guter Geist steckt. Man hat gesehen, dass wir das nicht auf uns sitzen lassen wollten. Der Danny, denke ich, macht 2 Fouls. Der Schiri stellt ihn direkt mit Gelb-Rot vom Platz. Kann man auch drüber streiten. Der Gegner macht bei uns, manche Spieler machen 8-9 Fouls, gibt es keine gelb-roten Karten. Und dann hat die Mannschaft eben zusammengehalten. Und ja, dann sieht man ja, was passiert, wenn man ein Anschlusstor dann fällt. Und vielleicht, wenn die Halbzeit noch 5 Minuten gedauert hätte, vielleicht hätten wir dann sogar 3-2 geführt. Eine abschließende Frage, wenn man jetzt so ein paar Wochen zurückdenkt, Eintracht Trier war da noch im Titelrennen, jetzt haben viele Spieler nach Düsseldorf gesagt, wir glauben eigentlich, dass der Funke erloschen ist, der letzte Funke der Hoffnung. Ja, wie geht man jetzt in die letzten Wochen? Ich meine, so eine gewisse Enttäuschung ist ja wahrscheinlich bei jedem einzelnen Spieler da, dass jetzt der ganz große Sprung wahrscheinlich nicht gelingt. Man muss es ja mal realistisch sehen. Nach dem Idar-Oberstein-Spiel waren es eigentlich schon 8 Punkte. Wenn man 8 Punkte in der meisten ist und selbst ein Spiel nicht gewinnt, dann braucht man erstmal gar nicht von Meisterschaft reden. Man kann träumen, aber ich sehe das jetzt ganz einfach so. Wir haben so viele Punkte Rückstand und die Konkurrenz ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, sie verliert Spiel um Spiel. Und wir gewinnen Spiel um Spiel und deswegen ja, sollte man die Wochen so angehen, dass man sagt, man will jedes Spiel gewinnen, man geht raus, will sein Bestes geben. Ich denke, das war heute so und ja, und dann denke ich, dann werden wir auch wieder mal ein Spiel gewinnen und ich hoffe natürlich auch für unsere Fans, dass es am Freitag der Fall ist und wenn wir so auftreten wie ab der 20. Minute, bin ich ganz optimistisch. Okay, vielen Dank. Bei mir steht jetzt Kapitän Torge Heumann. Torge, nach dem 2-2 heute in Elversberg steht jetzt am kommenden Freitag das Derby gegen die TuS Koblenz an. Für viele in Trier ist es ja für viele Fans so eins der wichtigsten Spiele in der Saison. Wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich. Ich bin zwar zugezogen, aber Derby-Atmosphäre oder Derby-Stimmung kommt ja relativ selten auf bei uns. Und ich glaube, Koblenz ist so ein Spiel, da ist es einfach so weit. Und darum ist genau das richtige Spiel auch zu zeigen, dass wir kicken können. Mhm. Denkst du, dass wenn wir nicht kicken, dann müssen wir wenigstens kämpfen. Okay. Denkst du, dass das 2-2 heute in Elversberg, auch die Art und Weise, wie man das gedreht hat, jetzt ein gutes Vorzeichen ist für das Derby am kommenden Freitag? Ja, ich weiß nicht, ob es gute und schlechte Vorzeichen. Ich glaube, wir haben jetzt wieder eine Woche Zeit und wir müssen sehen, dass wir in der Woche mal so konzentriert arbeiten, dass wir, wenn wir auf den Platz gehen, am besten schon beim Warmlaufen das so von der Einstellung drin haben, dass wir nicht immer einen Knackpunkt im Spiel haben. Sei es gegen Köln, nach 10 Minuten jetzt heute von Beginn an, wo dann einfach durch irgendein Negativerlebnis, durch so ein Eiertor, wir völlig aus der Bahn geworfen werden, also völlig aus der Bahn geworfen werden. Und da müssen wir hinkommen, dass das einfach besser wird und das müssen wir ganz klar abstellen. Okay, vielen Dank.